So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter. Aber wir gucken mal erstmal, würde ich sagen, beim Autohändler rein, ne? Bevor wir hier irgendwie was Großes machen. Gerade mal gucken, ob wir irgendwo sowas ähnliches wie ein Autohändler in der Nähe. Ja, hier unten. Kann ich da hinspringen? Ja, kann ich. Gucken wir mal rein. Und dann geht's weiter mit drin. Hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt dein Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Sparring. Aber hey, du kannst ihnen zumindest einen Dämpfer verpassen. Ich dachte, wir. Die Sache ist die. Die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Wem sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. So, achso, das wollte ich eigentlich gemacht haben. Naja, gehen wir mal rein, kurz gucken, was wir so an Fahrzeugen haben. BMW 165. Was habe ich denn hier als 287er Porsche Cayman? Ich überlege gerade, ob ich den Porsche kaufen soll. Ja. Wisst ihr was? Wir kaufen den Porsche. Ja, möchte ich gerne verwenden. Und damit herzlich willkommen in der im neuen Dings. So, gucken wir mal eben kurz, ob wir noch eine Schnellreise machen. Das war kurz im Anfang mal mit Tuning. Ich werde jetzt den Mustang verkaufen. So, und dann gucken wir mal, ob wir zum ersten Mal ein bisschen ins Tuning gehen können. Oh, nette Karre. Sehr nette Karre. So. So, meine Wagen, kann ich die jetzt abgeben oder so? Kann ich nicht, ne? So, die Corvette, Subaru BRZ Premium. Scheinbar kann ich das Auto nicht abgeben. Okay, dann müssen wir es. Ja, ich dachte, ich könnte den abgeben, aber scheinbar kann man die Autos nicht verkaufen. Dann müssen wir mal schauen. Hauen wir eine neue Kurbelwelle rein. Ja, gehen wir hin. Das machen wir mal so ein bisschen nach und nach. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal wieder ein paar Tagsrennen, damit wir nämlich damit wir ein bisschen Kohle verdienen. Das heißt, heute ein bisschen tagsüber racen. So, gucken wir mal. Da ist ein Rennen, das nehmen wir mit. Weil auch wenn das jetzt ein bisschen. So, ich gucke gerade, das Rennen ist so oben drüber, ne?
Nee, scheiße. Ich hätte mehr. So, das war. Ich dachte, wir kommen jetzt auch rüber. So, aber die Frage ist, komme ich da jetzt hoch? Ah ja, fahren wir da runter. Egal. Komm. Die Kohle nehmen wir natürlich gerne mit. So, ich schau mal, ob wir jetzt. Ich vermute, es war da jetzt gleich ein Rennen. Aua. So, schauen wir mal. Fahren wir hier ein kleines Rennen. So, fahren wir heute. Einmal ein Rundkursrennen auf einer Resortstrecke. Ich vermute, dass das hier dieser Rundkurs ist. Vier Runden sind es insgesamt. Wir jagen jetzt. Ja, es ist scheinbar nur dieser Rundkurs. Ja. Aber okay, machen wir mal, nehmen wir mit. So, schon vorbei an dem. Ich weiß nicht, bewusst mit dem. Wir nehmen jetzt die Kohle einfach, das Geld, die sammeln die Kohle, bauen die Karre auf und dann geht es in der nächsten Folge auch weiter. Jetzt wollen wir tagsüber ein bisschen Geld zu verdienen, damit wir hier unser Auto aufbauen können. Gucken wir mal, dann ein bisschen Story machen. Weiß ich noch nicht. So, schon vorbei an denen am Ende des Feldes. So, letzte Runde. So, die Frage ist, kriegen wir gerade das komplette Feld überrundet? Ja. Und damit haben wir einmal das komplette Feld überrundet und gewinnen dieses Rennen äußerst souverän.
Wir nehmen 22.800 immerhin mit. Damit hätten wir jetzt 26.000. Ich denke mal, viel werden wir jetzt eh mitnehmen, um die Kohle, So, gucken wir mal gerade, habe ich da was Neues? Hier hinten ist noch ein Time Trial. So, dann nehme ich mir das Geld da mit. So, mal gucken. Wir fahren mal wieder ein kleines. Ich dachte mir, okay, den kriegen wir mit. Oh, mit Mercedes. Ja. Time Trial, Picknick. Heute machen wir ein kleines Picknick. Mit einem unserer Kumpel. Ich kenne den Typen ja persönlich. Also nicht persönlich, aber ich kenne ihn halt sehr gut. 1.1927 fährst du. Mal gucken, ob du es mit dem. Ob er uns eisekalt nass macht oder aber. Oder wir ihn das machen, das ist halt die große Frage. Gewonnen. Puh. Erste Mal wieder seit langem ein kleines Duell. Was war gut? 1,15. Ja, 4 Sekunden immerhin. Und damit holen wir uns ordentliches Geld mit in die Tasche. 18.150 immerhin. Und da vorne ist auch noch ein Flamingo, das ich gerne mitnehmen will. Und da verdienen wir auch nochmal 2.500 für mit. So, dann nehmen wir das einmal kurz in die, gehen wir in die Garage. So, dann haben wir mal quasi Feierabend für heute. Nämlich jetzt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem Tuning. Da draußen, huh?